Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stony Friday Movie Nights mit dem lieben Schnaufi. Hallo. Und mir, Butschi. Wir sind bei Numero 17 und haben natürlich wieder einen Film geguckt. Korrekt. <laughs> 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 so wie immer. Fast immer. Ja. Erinner dich ans TV-Spezial. <laughs> Stimmt, da haben wir. Fernsehen geguckt. <laughs> ja, wir haben aufregende Leben, wie ihr merkt. Ähm, wir haben diesmal, wir haben, das ist der aktuellste Film, den wir bisher, glaube ich, besprochen haben. Ja, ich glaube auch. Auf. Und zwar haben wir Beach Bum uns angeschaut. Von 2019. Ja. Müsste der aktuellste sein. Ähm, ein schöner Sommerfilm. Ein schöner Sommerfilm, Willst du die... Willst du die Kenndaten raushauen? Die Kenndaten? Die harten, kalten ja. Fakten. Zum Beispiel, dass der von 2019 ist. Das zum Beispiel und... Oh, und dass der von Harmony Corrine ist, der Regisseur. Lustiger Name eigentlich, ne? Ja. Harmony. Ja, krasser Regisseur. Der ist ja verantwortlich für KIDS. Äh, etwas härtere Kost. Hm, Gamo, noch härtere Kost. Ken Park, auch eher harte Kost. Äh, Spring Breakers, auch nicht so ganz einfach. Ja, und jetzt... Hast du, welche davon hast du alle gesehen? Hast du die alle gesehen? Die habe ich, die genannten habe ich alle gesehen. Der hat auch noch andere okay. gemacht, die ich nicht gesehen hatte. Aber wobei ich mich an Ken Park ähm, nur noch sehr düster erinnere. Das weiß ich nicht mehr genau. Wenn ich mich nicht, also ich glaube, der war bei uns zu Schulzeiten irgendwie so berühmt-berüchtigt. Ken Park, ja, das mhm. kann gut sein. Und ich weiß gar nicht, ob ich den dann tatsächlich irgendwann mal gesehen habe. Ich glaube schon, aber ich kann mich nicht erinnern. Aber ich habe auf jeden Fall Kids gesehen, das weiß ich noch. Und die anderen habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Hast du Spring Break hast auch noch nicht gesehen? Nee. Oh, okay. Der ist auch mit James Franco. Ähm, ja, und? Lohnt sich das? Ja, also, also. Ich, ich fand den sehr gut. Ist auch nicht jedermanns Sache. Von der Optik her erinnert der am meisten auch an Beach Also da sieht man die meisten Parallelen, finde ich, bei dem Regisseur. Okay. Ja, okay, werde ich, werd ich mir mal einen Trailer angucken und dann entscheide ich, ob sich das lohnen könnte. Was ja, also natürlich bei Beachbam also, auf, ja. Finde ich schon, dass er sich lohnt. James Franco allein. Ja. Schon immer gut. Aber ich, ich gucke mir doch trotzdem vorher einen Trailer an. Also, oder? Ich meine. Ja, du kannst ihn natürlich auch einfach mal mit absolut null Ahnung Film angucken. Manchmal ist das auch cool. Mm, ja, dafür ist meine Zeit zu knapp. <lacht> Vertraust <lacht> also, du nicht auf meine Ratschläge, <laughs> welche Filme gut sein können? Ja, ich, ich weiß ja, ja, bei dir noch am ehesten, weil ich weiß, dass wir eine relativ hohe Deckungsgleichheit haben. Auch keine 100%, aber zumindest so irgendwie, keine Ahnung, 80 oder so. Ähm, aber ich gucke trotzdem gerne Trailer. Ich gucke die dann in der Regel auch nicht ganz. Ich gucke irgendwie. Keine Ahnung, 30, 40 Sekunden vom Trailer, mm. um einfach ein Gefühl zu bekommen, ob das ah, ja. so grob in die richtige Richtung geht, ähm, atmo-mäßig, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann mache ich den Trailer aus und gucke halt den Film oder gucke ihn nicht. Ja, das ist auch ganz gut. Ja. Also ich versuche schon so wenig wie möglich mich vorher zu spoilen, sage ich mal. Weil bei manchen Trailern ist es doch einfach zu viel, was da preisgegeben ja. wird, finde ich, vor allem bei den längeren. Ja. Das habe ich auch gedacht. Manche Trailer sind einfach zu viel. Da denkt man so, oh, das hätte ich am liebsten gar nicht gesehen alles. Ja, genau. Und bei manchen Trailern hast du ja tatsächlich, wenn du den, es gibt ja immer sozusagen, oder soweit ich das überblicke, zwei Längen-Typen ungefähr für Trailer. Und bei dem der längeren Version, die glaube ich dann so knapp über zwei Minuten sogar sind, ne? Ja, das äh, irgendwie. Hast ja. du dann manchmal schon alle Highlights gesehen und ja. dann nach dem Film, okay. Hm. Irgendwie hat sich so eine Trailer-Kultur auch komplett entwickelt in, über die letzten. Jahrzehnte. Mittlerweile bringen die ja manchmal drei Trailer raus. Den ersten, zweiten, dritten mhm. und neu zusammengeschnitten, hier noch eine Szene eingefügt und da noch was. Ja, naja, das mag ich auf jeden Fall eigentlich alles nicht. So, ich brauche einfach nur einen kurzen Einblick in die, vor allem so in die Atmosphäre und so, das Feeling von dem Film, sage mhm. ich mal. Hast du den Trailer von Beach Bum gesehen? Ja, und ähm, also schon vor einer Weile. Und da habe ich auch schon. Lust gehabt, den zu gucken. Mhm. Das heißt, ich habe den jetzt für heute nicht nochmal mir angeguckt, sondern den haben, haben wir gestern Abend einfach dann uns reingezogen. Ja. Was natürlich auffällt, oder vielleicht, ja doch, äh, die Besetzung ist natürlich ganz interessant. Matthew McCorney, Snoop Dogg, Zach Efron. Martin äh, Lawrence. Ja, nicht, nicht so ganz nur nach 15-mäßig, ne? Jonah Hill. Stimmt, da habe ich mich erschrocken, wie dünn der geworden ist mal wieder. Ja, heftig, ne? Oder ja, immer ab, noch nochmal. wahrscheinlich. Das habe ich schon bei Ruf ähm, of Wall Street, habe ich das schon gedacht, wieder abgenommen hat. Aber das ist ja nochmal ein ganzer ja. Sprung jetzt. Ja, jetzt hat er wirklich eine komplette Durchschnittsfigur, würde ja. ich sagen. Ne? <laughs> Wenn man das mit Superbad vergleicht, das ist schon ja, ein krasser das schon, Unterschied. Da war ja echt kompletter Kugelmodus. Ja. Naja. Ich mag ihn sowohl dick als auch dünn. Das ist mir egal. Ja, ja, ja. Ich finde ihn eigentlich auch. Geht immer so. Cooler Schauspieler. Coole Rollen hat er auch immer. Ja. Naja, gut. Willst du mal uns von Beach Bum, das ist ja diesmal sehr einfach, eine Story-Zusammenfassung geben? Klassischerweise. Ja. Es geht um den von Matthew McConaughey gespielten Moondog, heißt er. Ja. Ein, ich sag mal so, ein, ein abgehefteter Poet, in Anführungsstrichen, Poet, Schreiber, Dichter, Schriftsteller, genau, kann man so sagen. Der wohl ziemlich erfolgreich war früher, aber jetzt ein bisschen in der, in der Flaute hockt. Und sein Leben besteht eigentlich hauptsächlich aus Party. Party, Party, Party. Saufen, aber saufen, trotzdem saufen. noch reich ist, muss man dazu sagen. Also. Ja, man kennt so das seiner... Szenario abge, abgehalfterter Typ kennt man ja so, aber meistens sind mhm. sie dann halt auch wirtschaftlich heruntergekommen. Aber bei ihm ist die Frau halt noch reich irgendwie und genau. er kann eigentlich tun und lassen, was er will. Er führt quasi einen Traum, den Traum, das Traumleben eines jeden Hedonisten. Ja, ja, das wollte ich auch sagen. Wegen seiner Frau ist er, ist er noch reich. Dann ist da noch seine Tochter, die heiratet auch. Das ist auch noch am Anfang des Films. Hochzeitsfeier, natürlich eine gute Gelegenheit für Moondog immer schön weiter zu feiern. Feiern, feiern, Party, Party. Auch in ja. seinem sehr exzessiven Party-Modus, egal ob es die Hochzeit ist der Tochter, da lässt er sich genauso äh, gehen ja. und präsentiert sich da von seiner, von seiner besten Seite. Ja, viel Party, 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 Party. Und später, was heißt später, relativ am Anfang noch des Films, stirbt seine Frau. Das ist Ansichtssache, da reden wir auch noch drüber. Das ist Ansichtssache? Ob das später oder früher im Film ist. Achso, ich dachte gerade. Also für mich war das Gefühl nach einer Ewigkeit. Ich habe echt schon gedacht, ich drehe gleich durch. <laughs> okay. Also ich sag mal, das ist noch in der ersten Hälfte. Ja, ich, mein Gefühl war irgendwie nach 20, 30 Minuten um den Dreh. Ja, und das ist ja noch Anfang des Films. Naja, vom vom, vom Storyablauf ist es irgendwie der Anfang des Films. Okay, da kann ich mich drauf ja. Es passiert einfach nicht viel, ne? Deswegen ja. kann man das so sagen. Aber sie, sie stirbt auf jeden Fall und eigentlich, ja, es ist auch so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich wahrscheinlich mit, mit zumindest auch seine Schuld ist. Also auch ihre eigene, weil sie halt komplett dicht äh, da rumheizen ja. und einen Autounfall bauen. Aber soweit ich das gesehen habe, ist er gefahren, oder? er gefahren? Mmh, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Krass, das weiß ich jetzt gerade auch Hab gar nicht. Hat man das mehr. überhaupt gesehen? Es gab es auch eine Szene, wo, wo sie beide im Auto saßen und er auf dem Beifahrersitz war. Hm. Mist. Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden also Fall, Fall stirbt mal. sie. Erzähl mal weiter, ich versuche das mal eben nachzulesen. Ja, nochmal eben zwischendurch nochmal angucken. <laughs> Nein. <laughs> <laughs> nee, auf keinen Fall. Ja, die stirbt, hinterlässt aber ein Testament und darin legt sie fest, dass sie gerne möchte, dass Moondog sein Buch endlich mal zu Ende schreibt, was er schon seit Jahren vorhat. Und wenn er das nicht gebacken kriegt, dann kriegt er auch nichts vom Erbe ab. Also erst muss er das Buch fertig schreiben und dann gibt es auch was von der Kohle. Das heißt, er sitzt ja. jetzt erstmal komplett äh, nackt da. Ohne Geld, ohne seine Immobilien. Ja, seine Tochter, die Tochter hat ja ihre Hälfte bekommen und will ihm nicht helfen. Ja will ihm kein Geld leihen, damit er auch was daraus lernt und dann endlich mal seinen Arsch hochkriegt und was macht. Jo. Ja, um sich da Inspiration zu holen, äh, sein Gedichtband fertig zu schreiben, ist äh, seine Methode der Wahl natürlich Party, Party. zu machen. <laughs> Schön weiter feiern, Inspiration holen und auf der Reise trifft er dann ein paar sehr verrückte Leute, unter anderem zum Beispiel Zach Efron, den du ja schon erwähnt hattest, den trifft er in einer Entzugsklinik. Da musste er nämlich ja. hin, weil der. Wie war das noch? Der wurde festgenommen, glaube ich. Ne? Weil der hat mit die seinen Leuten da. da ist die, genommen hat. Genau, hat er sein eigenes Haus quasi oder das ist seine Frau vielmehr ja. zerstört und dann haben die Bullen ihn einkassiert und dann konnte er sich entscheiden, ob knast oder Entzug. Juck. Genau, in der Entzugsklinik hat er dann den zack Efron, ich weiß den Namen nicht mehr, ich bleibe bei den Schauspielern, <laughs> äh, kennengelernt und dann, ja, verpissen die sich aber auch ziemlich schnell wieder aus der Entzugsklinik, also das zieht er auch nicht durch. Mhm. Und dann geht es wieder weiter, feiern, 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 saufen, 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 feiern, saufen. Ähm, wen trifft er denn als nächstes? war das nächstes äh, Martin Lawrence glaube ich oder ja er ja, durch ja die Haifischgeschichte genau Captain wack <laughs> keiner oh, Name ähm, und der bietet ihn an Delfintouren mit zu mit zu organisieren für Touristen mhm. und als dann Martin Lawrence Captain wack mit den Delfin schwimmen geht, stellt er dann fest, oh, es sind gar keine Delfine, sind Haie und dann wird ihm Fuß abgebissen. Jo. Aber das wurde auch eher lustig betrachtet, alles. Und die haben sich dann da irgendwie noch verabschiedet. Sehr skurrile, sehr skurrile Szene. Ja. Ich kann gleich vorweg sagen, dieser ganze Part mit dem äh, mit Captain Wack war eigentlich der einzige Teil vom Film, der mir gefallen hat. Okay. <laughs> Ähm, als die sich dann trennen, dann geht er wieder zu, zu Snoop Dogg zurück, was ja auch ein Kumpel ist von ihm schon seit eh und je. Und Party, Party, Party. <laughs> feiern, 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 saufen, auf der Yacht. Und dann treffen die noch diesen einen Piloten, der, mit dem die Cannabis äh, wegfliegen oder holen. Oh, ich weiß das gar nicht mehr, Ey, das war alles, Nein, also äh, die, die sind bei, bei dem Charakter von Snoop Dogg am Feiern und dann äh, äh, Lingerie Lin, hieß der, glaube ich. Äh, und dann kommt die Polizei und dann will er ihn sozusagen wegschicken mit diesem super duper Jamaika-Gras, was angeblich alle Kreativität beinhaltet. Ja. Und dann schickt er ihn sozusagen mit einer Ladung davon äh, und seinem Privatpiloten, der blind ist, <laughs> ja. ähm, nach Florida, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Äh, und äh, er soll sozusagen, also der, der Gefallen daran ist dann vor allem, dass er eben ihm da von diesem an die Kreativität so stark beflügelnden Zeug halt was mitgibt, damit er seinen äh, da endlich mal gebacken kriegt. Ja. Ja, das scheint auch funktioniert zu haben, weil daraufhin kriegt er das Buch fertig und ja. geht dann wieder zurück. Und dann kriegt er das Erbe, kriegt die ganze Kohle und schippert damit aus Wasser und sprengt das alles in der Luft. Ja. Also es fackelt sozusagen komplett ab das Geld. Ja, ja. Und dann ist der Film vorbei. Ja, ich glaube, das war's, ne? So ungefähr. Was, ja, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, aber man kann es vielleicht noch erwähnen. Ähm, er hatte zwischenzeitlich, bevor seine Frau gestorben ist, so einen kleinen Schock, weil er gesehen hat, dass der Charakter von Snoop Dogg und sie sozusagen eine Affäre hatten, wobei das aber bei den beiden wohl irgendwie eigentlich auch normal war. Also er war nicht jetzt komplett sauer oder so, er war nur so ein bisschen, ja berührt ja, davon und also. das hat eigentlich nirgendwo hingeführt. Diese, diese ganze Storyspur hat meines Erachtens noch nirgendwo hingeführt. Von daher ist, ja. Äh, nee, weiß das war, ich, mal, sagen kann. ich, ich mal, das Nur ganz kurz, weil es an der Stelle passt, ich habe es ja nochmal nachgelesen, die Frau ist selber gefahren. Ah, okay. Also das war jetzt nicht direkt seine Schuld. Ja. Ja, was du meinst mit dieser Storylinie mit der Frau und dem äh, mit Snoop Dogg? Das war einfach um, die wollten irgendwie das, das Thema da unterbringen, dass da Monogamie bei denen kein Thema ist. Ja. Ich glaube, das war der einzige Hintergrund. Das, das war aber schon lange vorher klar. Ja, aber. Eigentlich. Das hält ja nicht alle Filmemacher davon ab, dass jeden nochmal doppelt ja. und dreifach aufs Brot zu schmieren. Also, es war auf jeden Fall etwas ungewohnt, weil man erwartet hätte, dass. Das wurde einem dann ja. So präsentiert, als würde das jetzt womöglich irgendetwas mit der eventuell bald mal losgehenden Story, so war jedenfalls mein Gefühl an der Stelle, ja. zu tun haben könnte, was dann aber eigentlich nicht wirklich der Fall war. Ja. Ja, damit haben wir die Handlung grob beisammen, würde ich sagen. Jo. Ähm, ich finde die Handlung hat viel Potenzial. Ich fand die Idee echt irgendwie interessant. Fand ich gut. Ja, die Idee fand ich auch gut, muss ich sagen. Für mich hat der Film hauptsächlich zwei, vielleicht drei Probleme gehabt. Das erste war, ich, ich fand die Hauptfigur einfach extrem nervig. Okay. Äh, mega unangenehm. Äh, also einfach auch, ja, nicht wirklich lustig. Äh, die, die Idee ist jetzt ja auch nicht so mega neu, ähm, dass sie alleine irgendwie was gebracht hätte. Ne halt so ein abgehalteter Typ. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns sowas begegnet. Ähm, ist per se. Ja, finde ich, find ich per se auch äh, eigentlich interessant und so und kann auch lustig sein, aber irgendwie wurde da für mich nicht viel draus gemacht. Mhm. Ähm, das zweite war, dass für mich hat es echt einfach zu lange gedauert, bis da mal irgendwas losgegangen ist. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie eine halbe Stunde am Anfang des Films nur Versatzschnipsel von schlechten ähm, äh, 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 Musikvideos gesehen, weil man ständig einfach nur dabei zugeguckt hat, wie die da halt saufen und äh, rumfeiern, ohne dass wirklich viel passiert. Ja, und das sind eigentlich für mich die beiden Hauptprobleme gewesen. Also ich war wirklich äh, fast schon genervt von dem Film, muss ich sagen. Ja, okay, sag. okay ja. Das, und, und dann die Sache mit dem, ähm, was mich dann so ein bisschen gnädiger gestimmt hat, war dann so der Part mit, äh, mit, mit zack Efron fand ich auch mega nervig, weil die Figur von zack Efron auch super anstrengend war. Und auch überhaupt nicht witzig. Also das Problem, wenn es irgendwie ein bisschen hektischer, anstrengend und so ist, ist ja eine Sache, aber es war auch, fand ich, nicht wirklich inspiriert oder witzig oder ja, ja, weiß nicht, für mich einfach nur, ja, ich gucke jetzt, okay, jetzt gucke ich halt ihm und einem anderen Typen dabei zu, wie sie saufen. <laughs> ist irgendwie, okay, das bringt mich, mich jetzt nicht voran hier. Ja. Ähm, und die Sache mit dem Delfin-Typen fand ich, das war, der Part hat mir wirklich gefallen, weil ich da das Gefühl hatte, da kommen jetzt mal ein paar äh, wirklich lustige Ideen auch durch. Und wirklich skurrile, wirklich skurriler, lustiger Charakter, nicht einfach nur... Ähm, jemand, der so übertrieben ist. Das reicht für mich halt irgendwie nicht aus, um einen, interessant, um einen Charakter interessant zu machen. Ja. Äh, und ähm, ja, fand ich, das fand ich irgendwie gelungen, diesen Part. Aber der hat irgendwie zehn Minuten ausgemacht. <laughs> und dann ging es irgendwie für mich gefühlt wieder in die gleiche Schiene wie vorher weiter. Also ich hatte die Hoffnung, dass es ab da irgendwie ein bisschen bergauf geht, aber ja, dann hat man eigentlich wieder viel Feier-Ausschnitte gesehen, mit Musik unterlegt. Ja. Und irgendwie ihn zum hunderttausendsten Mal so ein bisschen bescheuert lachen hören und irgendeinen Quatsch erzählen und dann wieder bescheuert lachen. Und dir wurde halt permanent nur dieser Charakter unter die Nase gegeben, dass ihm halt alles egal ist und er einfach nur äh, Spaß haben will, was er dann irgendwann auch erzählt. Aber das hat man halt nach zwei oder drei solcher Szenen begriffen, dafür braucht man nicht gefühlte hundert. Ja. Du merkst, ich, das ist schon selten, dass ich mich so aufrege, aber das hat mir, ist mir wirklich auf den Sack gegangen, mal auf Deutsch gesagt. War einfach nur ätzend, einfach nur ätzend. Okay. Und, und ja, vielleicht auch die, die Erwartungshaltung war relativ hoch, deswegen ist der Effekt wahrscheinlich auch noch mal stark gewesen. Ich habe echt gedacht, das könnte ein sehr cooler Film sein, der nicht nur nach 15 ist, was er auch nicht ist, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber ähm, er ist zwar nicht nur nach 15, aber halt auch aus meiner Sicht nicht, absolut nicht gelungen. So. Ja. In seinem Anderssein. Ja, ja, ja. Wie siehst du das? Rand ausgeschaltet. <laughs> Rant Deaktiviert. Ähm, okay, ich fange auch mal bei den, bei den Figuren an. Äh, bei, dem, bei der Hauptfigur, bei Moondog. Ja. Ich habe die ganze Zeit an Big Lebowski gedacht und an Fear and Loathing in Las Vegas. So eine Klar. übertriebene, äh, comichafte Figur aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Und vielleicht auch der Wille, so eine Kultfigur zu schaffen, wie zum Beispiel Richtig. der Dude. Also die Inspirator das Gefühl, dass das gewollt war, hatte man die ganze Zeit, fand ich, ja. oder? Ich. Die, die Intention fand ich gar nicht so schlimm, sowas zu versuchen. Den Charakter von Moondog fand ich auch ein Stück weit ganz witzig, so von der Optik her, aber sehr eindimensional. Ja. Und das gilt. Ähm, dieses Eindimensionale gilt auch für die anderen Charaktere, die jetzt nicht so abgefahren sind wie, wie Moondog. Also das habe ich bei allen Charakteren gedacht, dass die wirklich sehr, ja, sehr flach sind. Nicht wirklich vernünftig ausgearbeitet, sondern auf ein, zwei Gesichtspunkten. Durch den Film durchgezogen worden sind. Und ohne, dass sich da irgendwas an den Charakteren verändert oder entwickelt oder dass sie irgendwelche Erkenntnisse haben oder dass man ja, oder, oder mit oder den Mitfiebert oder dass man will, dass die irgendwas erreichen oder so, das war gar nicht da. Auch, auch ohne, dass sie eigentlich irgendwas beitragen. Also die, die, die Hälfte könntest du gefühlt streichen und es würde überhaupt nichts am Film verändern. Zum Beispiel auch die Rolle von Jonah Hill hat eigentlich nicht nee. irgendeinen Sinn erfüllt. Ja. Ähm, die Rolle von Martin Lawrence eigentlich auch nicht ja, könnte nee, man glaube ich weiter durch die Liste gehen, Zac Efron auch nicht, also da war viel, wo du gar nicht ja, gar nicht wusstest, was, was du damit anfangen sollst. Ja, man hat einfach gemerkt, der hat versucht da so eine so ein bisschen, so eine Roadtrip Odyssee äh, einzuflechten, indem er da auf diese Typen trifft und da versucht dann die Story rauszuziehen. Ich finde auch nicht, dass es so gut geklappt hat. Also das sehe ich auch so. Martin Lawrence, finde ich einfach, da hat der Schauspieler, der hat ein bisschen Schwung in die Bude gebracht, weil er einfach vom, sehr seinen eigenen Style damit reingebracht hat. Ja, und äh, Martin Lawrence, finde ich zum Beispiel, der hat ein bisschen Schwung in die, in die Bude gebracht mit seiner Art, als Schauspieler an ja. sich. Das fand ich da an der Stelle auch ganz nett. Sonst wäre die Figur wahrscheinlich äh, genauso belanglos gewesen wie alle anderen auch. Ja, das, das war wirklich, ja, fand, wie gesagt, fand ich auch gelungen. Ähm, da, da hatte man das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken zu der Figur gemacht, dieses Verschrobene, dann das mit den Delfinen dabei aber so verpeilt zu sein und wie er die ganze Zeit davon redet, dass er den Delfinen irgendwie alles zu verdanken hat und sein mhm. Delfin-Business und währenddessen fährt er dann in der letzten Schrottkarre durch die Gegend. Ja, ähm, ja das, das hatte einen gewissen Charme, sagen wir mal so, das hatte einen gewissen Charme und genau das, nämlich Charme, hat, hatte der Rest eigentlich überhaupt nicht. Ja. Oder wie er da noch in, auf dem Krankenbett liegt mit seinem Appenfuß und, äh, <lacht> <lacht> und aber trotzdem noch voll am Labern ist, ne? Blablabla, Blabla bla, ja, ja. bla, 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 bla. Und ey jo, geil, was geht ab? Das ist auch so typisch Martin Lawrence. Das fand ich an der Stelle auch ganz lustig. Ja. ja, also worauf du hingewiesen hast, dieses Gefühl, <laughs> dass da jemand versucht, so eine Kultfigur zu basteln, aber komplett auf Zwang und wenn das irgendwie ein gewisses Maß an Erzwungenheit gefühlt überschreitet, dann ist das Projekt halt schon automatisch gescheitert, ne? weil sowas kann man nicht äh, auf Zwang künstlich herstellen. Von meinem ja, Gefühl her. Ja, das ist schwierig. Ging, es ging mir echt, zum Beispiel bei Inherent Vice ging mir das auch ein bisschen so, das Gefühl, dass da versucht ja, wurde, so eine Figur ja, so ja. komplett auf, auf Teufel komm raus irgendwie so der irgendwie so ein lässiges kultiges Feeling mitzugeben und ja. Das ist auch ja. ein Film, den ich äh, nicht zu Ende geguckt habe. Weil mir die Story, also da habe ich gedacht, nee, kann ich mir nicht angucken. Das ist mir einfach zu dämlich. Naja, den werden wir auch bestimmt nochmal besprechen. Wahrscheinlich <laughs> heute Abend. Stimmt, ach ja, stimmt. <laughs> Kommen wir später nochmal zu, was das zu bedeuten ja. hat. Unsere aufmerksamen Zuhörer wissen das. <laughs> stimmt. Und die aufmerksamen Twitter-Follower. Genau. Naja, okay, erzähl weiter. So, das zu den, zu den Figuren. Ähm Achso, vielleicht noch Snoop Dogg war einfach Snoop Dogg. Ja, <laughs> ja. Der kann und auch nichts anderes. Und insofern, genau, er ist auch kein Schauspieler. Insofern kann man da auch eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Ähm ja, das, 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 was man daran kritisieren kann, war halt, dass die Rolle irgendwie auch nicht richtig notwendig war, so halb notwendig. Aber eigentlich nicht wirklich. Also, nee. kann natürlich Snoop Dogg ja. nichts für. Ist halt so, wie es geschrieben ist. Ja. Äh, no. ist, ja, ist wie du gesagt, das ist halt Snoop Dogg, ne? Hängt no. äh, auf einer Yacht rum mit halbnackten Frauen und chillt da und ab. Und kifft. Und kifft. Pluspunkt für den Film. <laughs> ja. Das ist übrigens, das ist auch nochmal so eine Sache: dieses ganze Ding mit dieser geheimen. Megagraspflanze, die er da hatte. Das ist auch so, so, ein, so ein Strang, der da irgendwie angelegt wurde, der aber eigentlich auch nicht dann den Raum eingenommen hat, den man dann vielleicht erwarten hätten können. Also das war auch so eine, mehr so ein Fußnotending. Wir müssen jetzt hier irgendwie noch ähm, cool das kiff thema noch ein bisschen ausbauen. Denken wir uns mal so eine magische Megapflanze aus. Mhm. Keine Ahnung, ist ja wie bei, eigentlich wie bei äh, äh, wie bei How High so ein bisschen fast schon. Ja. Ähm ja, hast du irgendwie dreimal gesehen, die Pflanze, wie sie da drumstehen und die angaffen und geil finden. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Für mich auch irgendwie eine komplette Sackgasse. Ja. ja hätten die auch, auch noch echt ausbauen können, ne? Zum, also Irgendeine Trip-Szene zum Beispiel oder sowas, wie er sich das reinpfeift und dann da die ja. irgendwelche Brainstormings kriegt und dann in die Schreibmaschine haut und sowas. Aber anstattdessen mussten die natürlich 80% des Films mit Partyszenen füllen. Ja. Na, da, da muss ich auch sagen, das war mir einfach zu viel, zu viel Partyszenen für einen Film. Das bringt halt nichts. Also das Ne? Es, es vermittelt dir jedes Mal die gleiche Information, die du aber halt schon hast. Ja. Du willst ja auch nicht jemanden haben, der dir fünfmal einfach das Gleiche sagt. Und so, so, so macht es so eine Szene dann ja. Irgendwann, spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, denkst du halt, ja, okay, ich hab's verstanden. Der ja. Typ feiert halt gerne. Jetzt bitte lass irgendwas passieren, statt dass ich ihm dabei jetzt noch weitere zehn Minuten zugucken muss. <laughs> ja. Und dann auch immer ziemlich. Ja, ziemlich schnell Schnitte von A nach B und dann nächste Szene, Party, nächste Szene, Party, mhm. nächste. Anstatt vielleicht eine Party mal ein bisschen genauer zu beleuchten oder ein bisschen tiefer in die Szene reinzugehen. Nee. Und, leider und die Szenen selber waren auch komplett 0815, das muss man auch sagen. Also da war nicht mal irgendwas ja, das meine ich damit Besonderes ja. oder Spannendes. Das, das, das hätte es nicht viel besser gemacht, aber zumindest ein bisschen. Ähm, es war wirklich, ja. Wie, wie random in irgendein Musikvideo reingeskippt. Männer ja, also Musikvideo-Charakter hatte das, hatte das schon. Auch ähm, deswegen habe ich auch dich gefragt, wegen, ob du den Trailer gesehen hast. Ich fand nämlich ja. auch, dass der Film irgendwie war wie so ein anderthalbstündiger Trailer. Als hätten sie den Trailer ja. einfach noch länger so gemacht, wie der Trailer bereits existiert. Ja. Das, das stimmt so ein bisschen, das Gefühl würde ich, würd ich auch sagen. Was man vielleicht noch positiv sagen kann, also ich denke, also ich würde sagen, die Leistung von McCorney war eigentlich ganz stabil. Ja. Also das, was man von ihm wollte, hat er, glaube ich, ganz gut gemacht, nur dass es halt scheiße war. Ich denke mal auch, dass die, dass die Rolle sein schauspielerisches Talent auch eingeengt hat und dass er da gar nicht so, naja, weiß ich nicht, sein ganzes Potenzial ausschöpfen konnte. Hm. Ja, viel war auch natürlich einfach nur irgendwie so das halb besoffene Darstellen. Ähm, dämlich gucken, sage ich jetzt mal. Bumsen. Off, offener Mund, genau. Also, es war wirklich. Es hat, es hat ziemlich schnell so das Maß überschritten, dass, dass es einen einfach nur noch genervt hat. Es hat fast so ein bisschen, es hat mich fast so ein bisschen so genervt wie. Ah, ähm, oh, jetzt komme ich auf den Namen der Figur nicht mehr. Na, die eine Figur aus äh, Half Baked, der, der Hippie mit dem Ja, ich weiß, wie du ich Mit, weiß dem, nicht, wie mit dem Shirt. <laughs> ja. Äh, so, es war irgendwie ein anderer Stil, sage ich jetzt mal. Aber das, dass das Verhalten und die Mimik der Figur mir einfach so auf die Nerven geht, mm. war auf einem ähnlichen Level. Ja. <laughs> Nur, dass das hier wirklich die Hauptfigur war. Also es irgendwie noch mehr genervt hat. Naja. <lacht> ja. <lacht> also ich muss sagen, ich bin nicht ganz so genervt wie du. Uh, ich kann es aber verstehen, weil der Film einfach so vor sich hin dröppelt. Also der ja. Handlungsbogen ist, ist echt flach, muss man sagen. Den, man, das ist auch so ein Nebenbeiguck-Film. Ja, man müsste ihn vielleicht nochmal ohne Erwartungen gucken. Also ich habe, nachdem ich den Trailer gesehen habe und natürlich auch mit der Besetzung McCorney hier und so, habe ich halt echt gedacht, okay, cool, da könnte uns ein nächster Big Lebowski-Moment bevorstehen, sage ich mal, mit diesem Film. Ne? Habe ich auch gedacht. Und äh, das heißt, Erwartungen sind, also mehr Erwartungen geht für mich fast nicht. Also Lebowski, ähm, ne? das ist schon Ende der Fahnenstange so an Geilheit, sage ich mal. Mm. An Coolheit. für Der ganze Film einfach. Und auch in so vielen Details und einfach rundherum ein mega geiler Film. Äh, und mit der Erwartungshaltung bin ich da dann rangegangen. Und da war das dann natürlich ein kompletter Tritt in die Eier mit Anlauf. <laughs> äh, Wäre man, wär man ohne Erwartungshaltung rangegangen, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Ich weiß nicht. Oder ich wäre vielleicht nicht so genervt gewesen. Also ich, ich werde ihn vielleicht irgendwann noch mal gucken, wenn ich halt vorher schon dann weiß, dass das nicht das ist, was ich zu erwarten habe. So wie bei Johannes. Vielleicht wird er dann ja besser beim zweiten Mal gucken. Ja, ja, genau, so ein bisschen. So ein bisschen so die Ecke. Das, weil vielleicht ist er als nebenbei einfach Stumpfheitsfilm auch ganz gut geeignet. Wobei dafür ist ist wirklich eine relativ geringe Gagdichte auch, muss ich sagen. Ja. Also die, die wirklich witzigen Sachen haben sich für mich... Ich habe ein paar Mal geschmunzelt und so, aber der Großteil davon hat sich auch tatsächlich mit Martin Lawrence abgespielt. Und außerhalb dieses Bereiches ähm, eher, ja, nur ganz vereinzelt, dass, man, dass, ich da, dass ich da mal was wirklich lustig fand. Ja, die einzige Szene, wo ich wirklich laut lachen musste, wo er den Typen mit der Tuba ins Wasser gekickt hat. <laughs> okay. Ein schöner schadensfroher Humor. Ja. Dumm, Na ja, mal dumm, gucken. dumm, dumm, dumm. Platsch. <laughs> ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wie unglaublich ätzend das sein muss, so eine Person zu kennen oder mit dem irgendwie. Äh, also gut, wenn man sie einfach nur kennt, muss man sich ihr ja nicht aussetzen, aber so wie, wie die Tochter zum Beispiel. Äh, wenn du also gezwungen bist, mit so einer Person irgendwie zu interagieren. Oh, Und es gibt bestimmt in Realität Leute, die so ähnlich sind. Ähm, da würde ich wahnsinnig werden. Ich meine, der hatte ja keine bösen Absichten oder so. Der wurde ja auch immer so ein bisschen versucht darzustellen als ähm, ein eigentlich ziemlich netter und korrekter Kerl. Mhm. Ähm, aber sein Verhalten war halt trotzdem komplett ätzend und immer halt immer einfach nur äh, komplett egoistisch sozusagen. Ne? Immer nur auf seinen eigenen Spaß bedacht, hat er auch ja, ja gesagt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, aber ich konnte mich mit der Figur wirklich Null connecten irgendwie. Das ja, ja, nee, war, war das mir einfach nur unsympathisch. Ja. Jo, jo. Ähm, was sagst du zum Soundtrack? Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Komplett, aber ja, war. Ich, ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen waren, waren da richtig auch da waren doch auch richtig Pop-Lieder also nicht Pop im Sinne von Pop im engeren Sinne also bekannte Lieder so äh, ja, populäre auch. Lieder mit drin aber ich kann mich jetzt an gar keins so richtig konkret erinnern konkret kann ich dir jetzt auch keins nennen also Interpreten habe ich jetzt auch nicht im Kopf ich hatte für mich abgespeichert dass ich den Soundtrack sehr durchwachsen fand manche Songs fand ich ganz gut, die auch gut zu der Stimmung gepasst haben, zur Optik des Films. Manchmal dachte ich aber auch, ey, boah, was soll das denn jetzt? Dann kommt da so ein Gedüdel irgendwie so, ey, so total billiger Scheiß. Oder manchmal auch Musik, wo ich gedacht habe, ist das jetzt ein Disney-Film oder was? Okay. Also, ganz komisch. Ja, also ich, mir ist es als einfach solide. Weder, weder negativ noch positiv groß auffällig irgendwie im Kopf hängen geblieben. Ja. Muss ich sagen. Ach, mir fällt gerade ein. Mm, du hattest ja ziemlich hohe Erwartungen. Ne? Ich ja. hatte vorher habe ich ein ähm, paar Bewertungen gesehen von dem Film. Da habe ich schon gedacht, oh je, das kann auch komplett in die Hose gehen. Ja. Also der hat sowohl gute als auch total schlechte Kritiken gekriegt. Ich habe vorher mir gar nichts angeguckt, also ich war ja. wirklich in der Hinsicht unbelastet. Ich hatte auch eine Review gesehen äh, auf YouTube, wo der ganz gut bewertet war. Ah. Hm. <lacht> nee. <lacht> Bin ich mal wieder drauf reingefallen. Ja, also für mich ist das am ehesten vergleichbar an guten Filmen, wäre tatsächlich für mich Fear and Loathing in Las Vegas. Ähm. Das ja weiß nicht. War jetzt so mein Eindruck, dass so ein bisschen dieses Feeling erzeugt werden sollte vielleicht ja. ähm, so eine Mischung eben aus vielen Lowthing in Las Vegas vielleicht und Big Lebowski. Das habe ich glaube ich von auch schon gesagt. Ähm, ja, nur dass es halt einfach irgendwie nicht geklappt hat so richtig. Was vielleicht auch, ich weiß nicht, ich meine, Fear Lothing in Las Vegas äh, ist ja nun auch nicht von einem Nobody geschrieben in dem Sinne. Ähm, da steckt dann doch im Detail einfach mehr Qualität, mehr Originalität, mehr Tiefe, äh, möchte ich sagen. Ja. Naja. Ich überlege gerade noch, was man noch positiv sagen könnte. Also positiv fand ich dann muss ich sagen doch irgendwie die ähm, diese Sommerstimmung, diese Urlaubsstimmung, auch wenn ich so einen Urlaub nie machen würde, so vom partymäßigen, <laughs> aber das so anzugucken, fand ich schon vom vom künstlerischen ganz nett, weil mich das halt auch so an Spring Breakers äh, erinnert hat und der fährt eine ähnliche Schiene. Mhm. Das ist ein sehr eigener Style, den er halt da auch hat und den finde ich per se schon mal gar nicht so schlecht eigentlich das anzugucken. Also, ja, das da würde ich, ich mitgehen. Es gab sagen. ein paar einfach schöne, schöne Aufnahmen, sage ich jetzt mal, auch da vom Hafen und mit Sonnenuntergang und so, ne? Schöne Locations. Ja. Ja, gut, da kann ich mich drauf einigen. Der Film hat an kaum einer Stelle, sage ich jetzt mal, billig ausgesehen. Ich würde sagen, das Einzige, was äh, irgendwie billig aussah, war die äh, Pflanze oder dieser, <laughs> ja. diese szene mit der Pflanze, weil äh, Erstmal, was soll das für ein komischer Raum sein, wo die da rumstand? Dann sah sie halt irgendwie ein bisschen plastikmäßig aus für mich. Ähm, Habe ich mich auch gewundert, dass sie da mitten in so einem Raum irgendwie, was sah irgendwie mehr aus wie so ein Raumschiff? Ja. Also dachte ich auch, hä? ja, irgendwie, das, das wirkte irgendwie so ein bisschen angeklebt oder nicht so richtig zum Rest passend für mich. Und einfach, ja, so ein bisschen sah irgendwie so ein bisschen billig aus. Genau wie so eine billige Science-Fiction-Kulisse, wo dann einer eine billige Plastik-Handpflanze reingestellt hat. <laughs> ja. Zur, ähm, du sagtest gerade, dass, dass der Film nicht billig aussieht. Ja. Und das ist auch interessant dazu, wenn man weiß, was der Film gekostet hat. Wenn es stimmt, ich habe gelesen, 5 Millionen. Das wäre ja extremst das, krass. Das wäre richtig krass. Das ist ja voll wenig. Ja. Danach sieht er auf jeden Fall nicht, für mich jedenfalls nicht aus. Nee. Ich, meine, ich bin kein Experte, aber, ähm, aber. ich weiß nicht, ob das, die Angaben das stimmen. Krass. Das krass. Das ist doch allein schon die Gage für McCorney hier, normalerweise, oder? Ja. Oder die halbe. Äh, also die Hälfte davon. Keine Ahnung, aber. Wäre auf jeden Fall echt wenig. Ja. Das ist auch ähm, der schlechteste Film von McCorney hier. Also ich würde sagen, erfolgsmäßig. Da, da haben sie dann definitiv. Äh, am Drehbuch gespart, unter anderem. <laughs> ja. Auf jeden Fall eher, eher am Drehbuch gespart als am Set-Design und äh, so weiter, Kameratechnik. Ja, das merkt man ja auch irgendwie, ne? dass denen das wichtiger war, die Optik und Set und Kulissen, Figuren und sowas. Aber hat halt, ja. halt nicht, so ge, nicht so hingehauen. Es hat einfach nicht hingehauen. Naja. Schade. Eine weitere Enttäuschung. Ja. Aber das ist halt so, so Filme wie Big Lebowski und Fear and Loathing Las Vegas, das sind schon nicht umsonst auch Kultfilme. Ne? Das ist halt nichts, was man was einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird. Ja. Das ist schon ähm, ja, tatsächlich dann hohe Kunst. Und das kann man nicht einfach, das kann man nachmachen wollen, aber äh, einfach so nachmachen ist einfach nicht. Würde ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Hast du eine Punktvergabe schon? Ja, ich sag mal... Ja, ich glaube tatsächlich, ich sag jetzt mal... Ähm, ich bin überlegen, ob ich 3 von 4, 3 äh, von 10 oder 4 von 10 gebe. Hm. Na, sagen wir mal. Ich bin mal... Ja, nee, ich sag mal drei von, drei von zehn. Drei von zehn? Ich meine, du kannst ja. natürlich auch sagen dreieinhalb von zehn. Nee, ich habe mich ja, eigentlich wollte ich ja die halbe, halb, halblingsschritte vermeiden. <laughs> Und mich immer schön zwingen, irgendwie eine volle, volle Nummer zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jedes Mal hingekriegt habe, aber ich sag ähm, jetzt hier einfach mal drei. Nicht jedes Mal. <laughs> aber oft. Drei, drei in Klammern dreieinhalb. <lacht> <lacht> nee, das geht nicht. Ja, dann drei. Dann hat er Pech Gut. gehabt. Ich bin bei fünf von zehn. Ich kann Ihnen ein paar Sachen verzeihen. Ich war jetzt beim Gucken nicht ganz so genervt wie du. Ich war ein bisschen gelangweilt, das gebe ich zu, weil ich auch gedacht habe, jetzt mach mal was, mach mal irgendwie was, außer die ganze Zeit nur feiern. Mhm. Ich fand die Charaktere, also trotz Eindimensionalität, ja, manchmal noch ganz nett anzusehen. Matthew McCorney hier auch. Und ich fand die Optik von dem Film an sich. Ganz gut und den Grundgedanken, das so zu versuchen, da so einen Freaking-Film auf die Beine zu stellen, mhm. gebe ich dem auch noch ein, äh, ein, ja, ein kleines Pünktchen. Aber mehr ist es für mich auch definitiv nicht als 5 von 10. Das ist einfach kein besonders doller Film. Ich vergleiche es bei, bei diesem Mittel, Mittelfilm, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich den Film total scheiße finde oder noch irgendwie ein bisschen gucken kann, vergleiche ich das auch immer ein bisschen mit äh, So High. Und mhm. ich, den So High fand ich ja nicht so gut. Den hatte ich ja auch eine mhm. 5 von 10 gegeben und ich fand Beach Bum jetzt nicht schlechter als So High. Deswegen bin ich da auf dem gleichen Level. So viel zur Erklärung meiner Punktevergabe. Ich, ich versuche das immer so zu klären, dass ich mir überlege: Okay, 5 von 10 ist halt genau Mitte. Das heißt, das ist ein Film, den ich weder gut noch schlecht eigentlich finde, sozusagen. Also den ich. Der neutral ist. Und dann frage ich mich halt der Film, über den ich jetzt gerade nachdenke, auf welcher Seite von dieser Marke liegt der? Okay. Und da würde ich jetzt halt bei Dings doch sagen, äh, in, in Ausschnitten liegt er über der Marke im positiven Bereich, aber das war halt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10% vom Film oder so, und dann lag doch der Großteil entschieden ja. Ja, darunter. Deswegen könnte ich fünf nicht geben, dafür, da, da, da müsste er halt irgendwie neutraler. Sein und ich nicht so viele konkrete Kritikpunkte haben. Ich, da hab auch manchmal im Kopf, wenn ich Punkte vergebe, ähm, also ab sieben Punkten fängt bei mir, fangen bei mir Filme an, wo ich denke, auch oh cool, den hast du Bock, auch mehrmals noch zu gucken. Ab sieben oder ab inklusive sieben? Ähm, inklusive sieben. Okay. Also sieben, acht, neun, zehn, sowieso. So, so ein sieben von zehn, das ist schon ein Film, wo ich sage, ja, den fand ich wirklich gut. Mhm. Und acht halt dann. Immer besser, etc. Und alles, was so drunter, unter sieben ist, zwischen sieben und fünf, das sind so Filme, wo ich denke, so, ja, war eine nette Idee, hatte ein paar nette Sachen, hat jetzt mein Leben aber auch nicht sonderlich bereichert. <laughs> und unter fünf, dann, da wird es dann schon, da wird's dann schon eng. Da denke ich dann schon oft, oh, das war schon ganz schöne Grütze und ja. Mhm. Du hast den ja mit so einem Kumpel geguckt, den ich auch kenne. Würde mich ja. mal interessieren, was der dazu gesagt hat zu dem Film. Ja, der fand den... Ich nenne auch, ihn jetzt einfach mal C. Ja. Der fand den auch... So geht so, nicht so besonders dolle. Alt, weil einfach nicht viel passiert. Ne? Die Story kommt nicht mhm. in die Gänge. Das ist alles irgendwie so. Ja. Also der hat es sozusagen genauso gesehen, mehr oder weniger. Ja. Ja, gut. Dann liegt es ja also nicht nur an mir, dann also ich weiß nicht, waren bei dir die Erwartungshaltung auch so krass wie bei mir? Nee, weil ich ja Bewertungen gelesen habe, dass ja, okay, der, stimmt. auch das, es haben echt viele gesagt, dass der Film einfach total scheiße ist. Ja, äh, und ich meine, es gibt ja viele Filme, die polarisieren, wo Leute sagen, ist geil und andere sagen ist scheiße. Und dazwischen mhm. gibt es ja im wenigsten. Da habe ich dann gedacht, na, okay, vielleicht gehörst du ja zu denen, die den geil fanden. Aber nein ja leider nein eher auch auf der, auf der negativseite statt leider geil leider nicht geil leider nicht geil ja ich, ich falle auch echt immer wieder auf manche filmkritiker rein die ich mir manchmal angucke bei youtube und dann denke ich die mir, einfach keine ahnung haben die echt also ich denke da an ganz bestimmten ich will jetzt keine namen nennen <laughs> Von dem gucke ich mir immer wieder Filmreviews an und denke mir, oh cool, den Film guckst du dir mal an? Und dann gucke ich mir den an. Meine Fresse, ey, das ist so ein Wichser, halt, überhaupt keine Ahnung, ey. Hat sich ähm, hat sich Schröck schon zu dem Film geäußert? Zu Beach Bar? Weiß mhm. ich nicht, keine Ahnung. Gesehen hat er den bestimmt schon. <laughs> Bei dem habe ich immer das Gefühl, der kennt alles, wenn ich gelernt. Ja, das würde mich interessieren, was der dazu sagt. Aber ich Wir müssen glaube, Müssen mal gucken, ob es ein, ein Kino Plus gibt. Ja, aber ich, ich würde, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch drauf sitzen, dass er da wahrscheinlich eher auf der kritischeren Seite ist. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ah, interessant. Guck Na, ja. mal, ob es da eine Folge gibt, wo die Diener gehen. Die haben ja immer so viele Filme in den Folgen. Irgendwo mhm. wird der bestimmt mal auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, weil es auch so ein aktueller Film ist. Ja, und vor allem mit der Besetzung ja auch, ne? Ja. So einen McCorney hier Film lässt man ja eigentlich nicht. Äh, ignoriert man ja eigentlich nicht. Ja. Egal wie er aussieht oder was er, in welche Richtung er geht. Jo. So viel zu Beachbam. So viel zu Beach -Bum. Ähm, kommt die. Nee, warte mal, wolltest du nicht noch eine neue Kategorie einführen? Jo, ich habe mir eine neue Rubrik überlegt. Namens sonst so geglotzt. Ach ja, genau. Ähm, was hast du das sonst so geglotzt? Mal. Wir reden in dieser Rubrik einfach darüber, was wir sonst so geglotzt haben. <laughs> gut, dass du es mal erklärt hast. Aber nur kurz. Ja. Ähm, fang du mal an, ich müsste mal eben überlegen. Ich habe. Fang mal an. Ich also ich habe zuletzt ähm, Kingdom angefangen auf Netflix, die koreanische Mittelalter-Zombie-Serie. Die erste okay. Staffel habe ich geguckt. Völlig gut. Muss ich sagen, doch. Okay, okay. War ganz cool, war was anderes. Parasite habe ich geguckt. Der hat ja oh, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr so abgeräumt an äh, guten Bewertungen. Auch ein mhm. koreanischer Film ähm, fand ich auch gut. Fand ich nicht so gut wie er von allen in den Himmel gelobt wurde. Aber gucken kann man den auf jeden Fall. Also ist doch doch schon ganz nett. Und ein Zombie habe ich die vierte Staffel jetzt endlich mal zu Ende geguckt. Die hatte ich mal angefangen. Kenne ich gar nicht. Ein Zombie? Hm. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für dich ist. Das ist so eine Mischung also. aus äh, Zombie-Serie, Crime und... Äh, weiß ich auch nicht. Ganz seltsam. Ja, und ich bin ja eh. Also ich bin eigentlich... Dem Thema Zombies nicht abgeneigt, aber äh, es hat sich bei mir eine gewisse Übersättigung ange eingestellt im Laufe der Jahre und ähm, ich habe jetzt auf Zombie-Thematik echt nur noch in kompletten Ausnahmefällen Bock, wenn das drumherum extremst vielversprechend aussieht, sage ich. Ja, vielleicht wäre ja Kingdom mal was, das mal ja, was, mal was könnte ganz mal anderes. eine neue Ecke sein, ne? genau. Wär, das müsste ich mir wahrscheinlich mal angucken. Ist auf jeden Fall ein mutiger, mutiger Schritt. Ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht diese Kategorie in, oder diese Rubrik in Zukunft am Anfang machen. Ähm, nee. Aber hier, äh, nee. folgendes Beispiel. Ich habe ja schon ein, zwei Mal den Drei-Fragezeichen-Podcast erwähnt. Mhm. Und die machen das auch am Anfang. Also, natürlich, dann, die machen es relativ weit, hauptsächlich, was sie sonst so gehört haben. Aber mhm. das erstreckt sich dann zum Teil auch auf Musik und manchmal auch eine Serie geguckt oder so. Sind da nicht so ganz streng. Und äh, das fand ich persönlich immer so als Reinkommer äh, ganz nice. Okay. Müssen wir auch nicht machen. Habe ich jetzt gerade nur, hm. ist mir gerade aufgefallen, während du geredet hast, dass das so ähnlich ist wie bei denen. Äh, und dass die es das halt am Anfang haben. Okay. Na gut, egal. Können wir ja, nochmal überlegen. Können wir nochmal noch mal ausknobeln. Ich habe auf jeden Fall dieses Wochenende, fällt mir jetzt auch erst auf zwei Griffe ins Klo so ein bisschen gehabt. Inklusive Beachbum. Inklusive Beachbum. Ich habe nämlich ähm, seit Ewigkeiten mal endlich den Film Communion gesehen mit Christopher Walken von äh, 89. Oh, den kenne ich ja. nicht. Und das ist die Verfilmung von einem Buch von Ridley Strieber, einem äh, Autorin ähm, aus den USA, der auch das Drehbuch dann geschrieben hat auf Basis seines eigenen Buches. Und da in diesem Buch. Erzählt er, dass es autobiografisch sozusagen seine Erlebnisse, die er hatte, im Themenkreis äh, entführt durch außerirdische oder auf jeden Fall nicht menschliche Wesen. Okay. Also, dieses Buch, auf dem das basiert, ist ein Buch, mit dem er behauptet, er hätte das halt selber so erlebt. Sozusagen keine Fiktion mhm. angeblich. Mhm. Ähm, ja, hat mich lange interessiert, der Film. Ich mag ja Mystery ganz gerne als Genre und äh, ich habe ihn endlich mal geguckt mit Christopher Walken war ich auch recht, also ich war auch hier voller Vorfreude, Christopher Walken mag ich eigentlich auch ganz gerne ja und der war auch witzigerweise in, zum Teil sogar in, in gewisser Ähnlichkeit scheiße äh, weil da auch die Hauptfigur irgendwie hauptsächlich anstrengend war und nervig und ähm die Handlung auch irgendwie so ein bisschen konturlos, strukturlos. Naja, hm. ich äh, habe ihn tatsächlich noch nicht zu Ende geguckt. Okay. Meine bessere Hälfte ist dann irgendwann äh, schlafen gegangen, weil sie müde war und früh aufstehen wollte, den nächsten Tag. Und ich habe gesagt, ich gucke die noch zu Ende und dann irgendwie nach 10 Minuten habe ich gedacht, ach, kannst du morgen noch, eben die letzte halbe Stunde kannst du morgen noch gucken. Ja. Tja, das war vorgestern. Ja. <laughs> Nicht zu Ende geguckt. Nicht zu Ende geguckt. Ähm, naja. Ich überlege gerade, habe ich auch irgendwas Cooles gesehen? Ja, ich habe zwei Folgen von Unsolved Mysteries auf Netflix gesehen. Das ist jetzt oh wahrscheinlich jo, ich für die angefangen. Leute keine große Offenbarung. Ist wahrscheinlich jetzt eher so hinterhergeklappert. Ich habe die erste Folge gesehen und dann die mit den äh, den den UFO-Fall. Ich glaube, das ist Episode 7 oder 8 oder so, irgendwie so der hintere Ball. Ah, ja. ja, und das hat mir, fand ich ganz ähm gut. Ich muss sagen, ich gucke eigentlich so True-Crime-Sachen nicht so gerne. Das bezieht sich jetzt natürlich vor allem auf die erste Folge. Ja. Weil, weil ich es irgendwie, ja, es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist, aber zum Teil ist mir das einfach zu. Ja, zu reißerisch. Zu pietätlos, äh, sich da jetzt einfach am zum Teil ja heftigen Leid echter Leute zu ergötzen, wenn das wirklich nur so ausgeschlachtet wird, sage ich ja. mal. Da fühle ich mich da nicht so wohl bei. Aber ich fand, das war hier relativ mit Fingerspitzengefühl halbwegs gemacht. Ja. Äh, und ja. Einfach so gut optisch. gemacht. Und wenn man sowas mag, dann ist das sicherlich ein Volltreffer, denke ich mal. Ich habe jetzt die anderen Folgen noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, es wird sich auf einer ähnlichen Qualitätsstufe bewegen. Du hast noch ja. mehr gesehen, ne? Ich habe nee, hab auch die erste Folge gesehen und den Anfang der zweiten Folge. Ist schon echt spannend. Ich bin sonst auch nicht so der True Crime-Fanatiker, äh, der sich da alles anguckt bei Netflix, aber oh, war schon ganz cool. Bin also so ich würde auf jeden Fall, Fall noch mehr von. Folgen gucken. Ja, ich auch. Oder, oder, oder reingucken und mal dann <laughs> schauen. Ja. Was, was ich bei der ersten nicht so cool fand, war, dass es eigentlich gar nicht so Mystery war. Also und nicht so unsolved, weil eigentlich war ja sozusagen klar, ich ja ist jetzt vielleicht was wo man vielleicht nicht spoilern muss aber <laughs> ich fand es es wurde einem ja relativ früh sozusagen gesagt wer wohl dahinter steckt auch wenn der finale Beweis äh, am Ende dann in der Realität wohl noch gefehlt hat aber das war auch irgendwie mehr eine Sache der Umstände und von Formalitäten zum Teil ähm, und insofern fand ich das nicht so unsolved aber und nicht so mysterymäßig aber trotzdem spannend und einfach krass ja einfach krass ähm. <laughs> Was es für Leute gibt, ähm, was oder was Leute so machen, die natürlich äh, die entstehen ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? die haben auch ihre Vorerfahrung und so, die ja. dazu führen, dass sie so sind, wie sie sind. Will ich jetzt gar nicht mich auf ein hohes moralisches Ross erstmal stellen, aber es ist einfach krass. Naja, wollen wir noch einen Snack-Tipp geben? Hast du einen? Um, ja, <laughs> Pickup. Wildberry. Hast du schon erzählt, das kann ich mir ehrlich gesagt. Das ist richtig geil. Das, also, heißt, das ist mit weißer Schokolade und dazwischen ist ja. auch so eine Waldfruchtcreme. Ah ja, okay. Ich glaube, also ich kenn's das jetzt nicht, aber ich, ich vermute, das wäre mein Ding nicht. Das war das, das war schon gut. Dann hatte ich noch Bounty Cookies. Ja. Die waren auch nicht schlecht. Die sind tatsächlich so ein bisschen so schön soft baked. Die hatten ein bisschen was von Kokosmakronen vom Bäcker. Okay, da bin ich auch raus. Kokos nicht? ist nicht Kokos? so mein Fall. Ne? Oh, okay. Also okay. Ko Kokos mag ich im, als Soßenbasis im Curry, sage ich mal. Ja. Ich habe nicht per se was gegen den Geschmack, aber Kokos-Süßigkeiten finde ich meist irgendwie eklig. Und dann hatte ich noch ähm, Spezi Energy Drink für die Energy Drink Fraktion hier. Fand ich sehr geil. Schmeckt das sehr wie Spezi oder <laughs> sehr anders? Das hatte ein um, gutes Verhältnis zwischen Cola, Orange und Energy Drink. Da war irgendwie nichts, was einen okay. so komplett gleich äh, umgehauen hat vom Geschmack an Künstlichkeit. Ist natürlich klar, ein bisschen künstlich schmeckte schon immer. Hm. Aber doch, den, den fand ich ganz gut. Ja, sehr gut. Das werde ich mir vielleicht mal unter die Lupe nehmen. Also bei mir war ordentliche Süßigkeitenparade in, der, in, den letzten, in letzter Zeit. Ja, das Fleisch ist schwach, ne? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. <laughs> ja. Jo, habe ich noch was? Nee, ich habe auch viele Süßigkeiten gegessen, aber nichts, ähm, <laughs> nichts Besonderes oder Neues oder so. Nur altbewährtes. Nur altbewährtes. Ja, wollen wir einen Sack zumachen, jo, oder? Jo, gut, gut, gut. Ja, können wir machen. Ähm, welchen Film wir nächstes Mal gucken, beschnacken wir später. Würde ich sagen. Oder hast du direkt einen, wo du sagst, oh, den will ich sehen. Ich habe einen ganzen Schwung ähm, neuer ähm, Filme bestellt, die auch schon da sind. Okay. Hatte ich, glaube ich, auch ein paar von erzählt. Grandmas Pardon. Boy zum Beispiel ist dabei. Lambok ist dabei. Weed Bandits, so eine dreiteilige Doku. Hm, okay, okay, das kann man natürlich auch mal machen. Was war da noch bei. The ähm, Stone Age, ich weiß gar nicht mehr wie auf Deutsch hieß, er hat einen ganz komischen Namen. Ach ja, haben wir letztens schon drüber geredet. Der deutsche Name ist tatsächlich... Lang und hat mit dem Originalnamen nichts zu tun. Ähm, ja, ich würde ich sagen, ich. wir können ja nochmal schauen, was als nächstes auf der Rampe steht. Ja, wir finden irgendwas. Ich habe also hab jetzt mir noch nichts überlegt. So. Die Möglichkeiten sind ja unendlich. Unendlich. Werde ich dann bei Twitter natürlich wieder euch informieren. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Zuhörerei und macht euch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Auf Wiedersehen. Bis dahin.